heute einen großartigen Sieg gefunden. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit Haas an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team hier bei diesem tollen Grand Prix als Sieger hervorzuheben. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Unser aktueller Führender baut hier heute seinen Vorsprung in der WM nach einem sehr guten Resultat weiter aus. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Was war das für ein Wochenende?